Dies ist ein U-Boot auf einer mehrjährigen Mission unterwegs in Annes Körper. Nach erfolgreichen Gesundheitsexpeditionen zum Blinddarm, den Mandeln und einem wilden Ritt durch die Stromschnellen des Blutkreislaufes ist das U-Boot nun in Annes Verdauungssystem unterwegs. In den Tiefen verborgener Darmschlingen wird das U-Boot auf ein seltsames Geräusch aufmerksam. Während die Mannschaft noch rätselt, wird das Geräusch deutlicher. Klagende Hilferufe dringen aus der Ferne zu ihnen. Das U-Boot setzt Kurs in Richtung des Notsignals. Bald hat es den Ursprung der Notrufe gefunden. Ein Polyp taucht im Scheinwerferlicht auf. Die Tauchmannschaft nimmt sofort Kontakt auf mit dem kleinen Auswuchs. "Ich bin ein Polyp, holt mich hier raus", ruft er verzweifelt. Er berichtet den ruhmreichen Rettern besorgt, dass er sich erst vor kurzem unbemerkt in Annes Darm entwickelt hat. Anne hat ein familiäres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, weiß es nur nicht. Sie denkt, sie ist zu jung, aber das könnte fatale Folgen haben. Deshalb möchte der Polyp so schnell wie möglich entfernt werden, bevor er sich bald zu Krebs entwickelt. Der Polyp ist völlig außer Atem und ruft schon seit Wochen, aber Anne hörte ihn nicht. "Sabalott noch eins", schimpft er. Anne weiß nichts von ihrem familiären Risiko. Bald aber bekommt sie einen Anruf von Bord des U-Bootes. "Anne, mach den Online-Test!" Die Felix-Burda-Stiftung empfiehlt, mach den Online-Test zur Darmkrebsvorsorge.